Setzen Sie ein. Grammatikmix. Ich lese am Wochenende. Ich denke darüber nach. Wann rufst du an? Wir gehen ins oder zum Restaurant. Sie wartet auf den Zug. Wessen Auto ist das? Sie liest einen Text. Er kennt ihn, sie nicht. Hier kann natürlich auch jedes andere Akkusativpronomen stehen. Er liest etwas im Internet. Er studiert in Berlin. Sie bittet um Hilfe. Er sitzt am Tisch. Das Bild hängt an der Wand. Sie fragen danach. Ich gebe mir Mühe. Sie gehen ins Kino. Du hilfst mir. Lena kommt aus Moskau. Ich gebe es ihm zurück. Unter der Woche arbeite ich. Hätten Sie kurz Zeit? Wem gehört das? Er gab das Geld aus. Er fährt nach Essen. Hier kann man auch zum einsetzen, je nachdem, was Essen bedeutet. Er sieht sie. Sie studiert auf, an oder in der Uni. Worum geht es? Du hast dich verbessert. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss.
Setzen Sie ein. Präpositionen. Vor einigen Jahren. Vor einem Jahr. Seit einigen Jahren. In einem Jahr. Dieses Jahr. Letzten Montag. Eine Woche lang. Seit einem Tag. Im Mai. Über einen Monat. Ab nächster Woche. Ein Jahr lang. Nach einem Jahr. Eines Tages. Vor einer Woche. Am Abend. Ab dem 1. März oder ab 1. März. In der Nacht. Nachts. Während des Tages. Für ein Jahr. Innerhalb eines Tages. Nach einer Woche. Am Wochenende. Unter der Woche. Das ganze Jahr über. Während der Woche. Vor einem Monat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben grüßen und begrüßen genauer an. Zuerst die Sätze. Ich, dich. Ich verabschiede, von, ich nehme von, Abschied. Mit freundlichen, Und jetzt die Lösungsmöglichkeiten. A. Ihr. B. Ihr. C. Grüße. D. Begrüße. E. Grüße. F. Mich. Und jetzt setzen wir ein. Ich begrüße oder grüße dich. Ich verabschiede mich von ihr. Ich verabschiede mich von ihr. Hier können wir sehen, die beiden Verben begrüßen und grüßen stehen mit Akkusativ. Sich verabschieden von ist ein Reflexivverb mit der Präposition von plus Dativ. Ich nehme von ihr Abschied. Auch der Ausdruck Abschied nehmen von steht mit Dativ. Mit freundlichen Grüßen. Das ist eine Abschiedsformel. Und jetzt noch einmal alles. Ich begrüße oder grüße dich. Ich verabschiede mich von ihr. Ich nehme von ihr Abschied. Mit freundlichen Grüßen. Und jetzt noch einmal alles. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss.